jetzt hier nicht einmal gesehen. Oh. Oh, Eier sind da. Die Schweine sind soweit. Warum macht keiner? Ebel. Die Morphodon? Ja, Carbonemi? Moment. Rex und Pronto Ei auch gleich hinwerfen, anbrüten, ne? Capo und Demo. Oh, Capo nehmen es, ey. Ja, du warst nicht da, du hättest mir so Schildkröte-Baby gehen. Er kann zwei neue machen, dann kann er, wenn er Anfang nächster Session da ist. Obwohl, wie lange haben wir noch? Er kann heute noch zwei ausbrüten. Ich mach sogar 30. Ich hab noch eine halbe Stunde. Ich nehme die alle auf. Die Schildkröte dauert 20 Minuten. Wenn du Gas gibst. Shadow macht. Ja. Okay. Ist schon drinnen. Der Ende hat. Nee, okay. EK, gib Gas, dann kannst du dir noch zwei Schildkröten machen, ne? Ja, ich bin zu Fuß halt, der selber Level 3 ist gestorben. Ihr könnt ja weitermachen, ich mach da. Oh, alles. Yay, die Eier sind da. Und? Leides Rex Ei trug. Ja, das, der Radius ist groß genug. Und ich stell vor, wir hätten das nicht gelootet, den Typen. Also, Rudelbildung, Dankeschön. Ich würde total die Chat zu flame bei sowas, aber ja, ich werde dann wohl die Aufnahmen so drin lassen, dass man sehen, dass das so alles. Wir wollten nur unser Giga heimbringen, mehr nicht. Und ja, ich nenne sowas Schicksal, nicht Stargate Camp. Nenn sowas. Ja. Warum bringt man Eier ohne Eskorte durch Stargate? Warum? Ja, die Eskorte war halt eine Und? Minute danach da. Ich hab die Stargate Force Und? Gedisconnected. Leute, Tipp fürs nächstes Mal. Nehmt mehr Eier mit. Ja, nehmt mehr Eier mit, wenn er das so transportiert. Und bleibt mit einer Katze nicht von der Frau mit Bola stehen. Das ist auch sehr klug. Boah, geil, was im Chat gerade ab. Ja, sehe ich zu. Was ist los? Ei, do, das Frauentausch. Oh mein Halt! Es bleibt alles so, wie es ist! Ah, André. Der Nette. Es hat sich nichts geändert! Ja, aber das ist alles gespielt, ne, MP, weißt du schon. Der Typ ist nicht. Ja, das ist alles Regelbuch. Der war ja auch bei Schöner Lee. Meine Familie und auch irgendwas. Oh, hier Gott, ist ein Killer-Kollege bei uns. Ja, ist ein Killer-Kollege. Scheiß das drauf. Wir haben einen Kollege letzten. Weiß ich nicht, ich bin halt zu Fuß. Ich will endlich nach Hause. Rocky ist gezückt. Du warst doch schon hier. Nee, ich musste, Saber ist doch gestorben, da muss ich zu Fuß durch. Kann man direkt jetzt nochmal? Anbrüten, nein. Anbrüten. Nur anbrüten. Nur noch Ilka seine Schildkröten. Ey, ich bin so stolz auf Malefist, du nimmst Pronto. Der Giga? Na, der braucht noch Ordnung. Wie soll ich tame, paar Sabers tame gehen? Ja. Ich brauche noch ein Schildkröten. Bitte halbwegs vernünftiges Level. Jetzt ja, bei uns hier unten direkt, ne, hatte ich einen 120er gefunden. Wollte, weißt du noch? Ja, mach ruhig, mach. Ja, ich mach erstmal die Schildkröten, glaube ich. Oder die hebt kannst du auch ruhig wie beim letzten Mal machen, einfach hoch, ne? Wart, bis Molde fertig ist, jetzt. Die hebt ihr aber auf, ne? Also. Ja. Okay. Ja, weil wir kriegen die locker nicht mehr. Unser Rex, den ich vor circa eine Stunde gebrütet habe, der ist erst bei 56% Imprinting. Ja. Dauert. Ah ja, Rex dauert aber normal 40 Minuten circa. Ja, das klappt nicht. Oder? Nein, das war mehr. Wie viel hat der pro Prozent pro Printing 12. bekommen? 12. Ah ja, okay, dann sind's 10, dann sind's knapp 2 Stunden. Nächster Kühler zum Ausladen. Nochmal toll. Oder haben wir da noch irgendwo welche rumliegen? Ich hab dich nicht ver. Narcoberries. Haben wir da noch welche rumliegen? Wir haben 1400 Narkotik-Ente. In der Smithy. Ja und? Wir haben übriges Fleisch. Achso. 1400 sind doch nicht viel, wenn man denkt, dass wir Medical Boo herstellen wollen. Das ist gelötet. Kann mal einer diese Kacke. Mammut braucht es. Molte, was machst du? Versuche hier durchzukommen. Ja, da müssen die Tiere mal ordentlich hingestellt werden. Das steht wieder alles durch, ne? Tiere parken. Der Terenzino hast du auch. Der Terry steht aber auch nicht im Weg. Ich find schon. Nee.
334 Saber? Wo kommt der denn weg? Die Wölfe nochmal züchten, das müsste Ahi haben, oder? Die Heiler? Ziemlich schnell gegangen. Das sind 40 Minuten. Ah, 40 Minuten, okay. Dann nächste Runde. Tradeng. Wir haben noch einen High-Level weiblichen Saber. Ja, meiner. Der ist schon geprägt. Wolf. Nein, Saber meine ich. Ach, Saber, keine Ahnung. Da hinten steht Ach, das. Ach ja, stimmt, Pole seiner hat ja überlebt, der ist weiblich. Ja, wir brauchen einen männlichen, halbwegs vernünftiges Level. Dann könnten wir die auch wieder züchten Anfang der nächsten Session. Folgt Malefist. Der Ente-Wolf. Nochmal. Welcher? Hab's schon. Ich will nie wieder die Base verlassen. Warum? Einmal, geht man nur einmal raus, um einen Sattel zu bringen. Hasche Action pur? Ja. Ah, das kriegt der Blutkreislauf. Impi, ich glaub, Fähchen muss man auf der Pinguininsel. Was? Ich bin wieder da. Kann halt die Session wahrscheinlich sogar noch bis zu Ende durchspielen. Jawohl, das ist ein Satz. Morgens ein Molte. Ich hab's nicht gelesen. Den Terry, ne? Das hab ich ihm gezeigt. Auf irgendeinem Server hab ich Fien umgenannt. Du warst sogar hier, oder? Ja, mein Raptor. Beim alten Base. Und dann dachte ich mir, welcher Name passt? Morgens ein Molte. Der hat mir Glück gebracht. Das Terry ist auch verkackt schnell. Ich will das auf 200-300 Movement bringen. Das hat jetzt schon 167. Warum? Los, MP. Schildkröte-Sattel noch. Im Rex-Baby könnte der Sattel schon reingehen. Mammut hat immer noch Kessel. Ich hab nicht gelernt. Oh, wir haben eine zweite Chemistry. Ja, fand ich irgendwie notwendig. Okay, Mammutsattel wird gemacht, Rex-Sattel wird gemacht. Letzte Runde habe ich verneint. Schildkröte, Mammut, Rex. Mammut, Rex, ja, Schildkröte, kann ich. Drei Schwein. Wie heißt es? Ente, ne Superfortschwerwerk, besser vor uns, wegen Holz. Stopp, vor uns, vorne campt, was heißt ja, campt? Tamed einer an Kylo. Wer? Killen? Wer? Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht gucken, der verfolgt mich gerade. Der Killer Kyleo. Wo bist du? Wo bist du? Bei uns unten direkt. Einfach raus. Wer passt aufs Giga-Ei? Kann ich machen. Okay, Schatz. Ein Schildkrötensattel? Ja. Ilka, ja. Ich bin geradeaus raus, ich sehe dich. Oh, getroffen! Oh, Tisch! Wer ist es? Du darfst nicht einfach schießen. Achso. Haben wir ein Bündnis? Nee, wir haben richtig. Okay, ich gucke. Ja, der beißt mich. Wo bist du? Bei uns unten, wenn du durchs Tor runter. Ja, bin ich sehe dich. Mammut? Siehst du Mammut? In den Wald. Sehe ich einen Mammut? Im Wald ist ja nicht mehr ein Berg. Ja. Ich bin jetzt vor unserem Biom auf Tor, MP. Ah, geil. Ist andersrum. Ja, der Typ tamt halt den an Kühl. Ah, der springt hier. Ich hab den so krassen Schuss gegeben. Ja, wer ist? Ja, ich kann halt mit Fernglas jetzt gucken. Wo bist du? Ilka, wo? Bei uns unten. Direkt vorm BMW-Tor. Hinne oder vorne? Vorne. Ja, da, hier. Wer war das? Molte oder? Ja. Alter, ich krieg die Krise. Molte hab ich gerade. Ah, da ist die Tür, Kelle. Hier, Molte. Hier links ist der Ankelo, komm. Hier, siehst du, der ist an mir vorbeigelaufen. Ich hab ihn voll den Schuss reingedrückt. Ja, hat aber noch Rüstung. Molde, wo ist. Hier weit. Im Wald drinne. Wo ist da ein Kühlot? Hier. Da steht doch dran, so. Von wem es getamed wird. An Kilo 110 Kingdom. Kingdom? Ja. Zählt man. Warte. Aufhören. Der an Kühlo liegt aber nicht mehr im Weißen irgendwie. Trotzdem, Herrn O. Okay. Das war eine süße Rakete von mir. Warum nehme ich ihn nicht auf? Sie auch einen Bink haben wolltet. Tempfersorgung kann niemand nachweisen.
außer Aufnahme. Altes raus. Okay, wir lassen sie. Die hat seine Kirnkrieger zurückgepfiffen. Ja, ich hätte. Wenn sie meistens nichts treffen. Aber die Tür, der hast du jetzt seinen Kühler kaputt gemacht? Nein. Gut. Du hast aber schon. Das ging jetzt schnell mit mehr Super Fortress. Nächste Session ist das wieder an. Mit? Dann ist das. Dann kann er da rumballen. Okay. So, muss aber noch mit Sprit befüllen. Snow steht vor der Base Station Stuff und Reparatur. Und ja, das ist eine. Ach, und du reparierst ihn jetzt kurz sein Stuff? Ne, ich hab das Schrottkram alles in der Wolf. Brauchen wir auch High Level Mammut Simpi? Wir haben eine 134 in der Base, ich glaub nicht, dass wir noch eins brauchen. Haben wir noch irgendwo Öl? Habe ich mitgeprunkelt. Normal hat Pole erst einen Pass vorbeigebracht. Na gut. Komm schon, Rino, sei High Level. A5. Der Rino wäre gut. Ja, ich suche alles, was ich finde. Bei uns unten ist voll der gute Spot für sowas. Wollen wir die Beamoth-Tore mal färben, dass wir wissen, hinter der Base ist das und das? Haben wir. Okay. Nein. Wir haben nicht mal einen Kochtopf. Ja, ist das Metall ein bisschen zu schade noch. Rex will was platzieren. Geh raus. Irgendwie soll ich mal riskant auf die Dingsinsel. Wüsteninsel. Nach einem Tylakuleo suchen. Hatten wir heute schon. Habt ihr heute schon? Guck auf die Uhr. Das ist gleich. Oh, wie schnell. Also ja, ich bin ja sehr spät gekommen. Ja. War ich echt im Stau? Ja, wirklich. Wir waren B5 Center, heißt das bei uns. Das ist so eine Einkaufs... gibt's halt Marken. Da war ich mit meiner ganzen Familie. Und, ja. Wofür haben wir jetzt eine zweite Chemistry Bench, wenn die eh nicht läuft? Wenn wirklich wir jetzt durch die vier Superfahrt noch Charcoal schnell haben, dann wird die laufen. Wurden eigentlich alle an Kylos ausgeladen? 20, das war Chaser? Ja, moin Chaser. In den Eiern, Kylo ist noch voll. Ente, wenn du den noch ausladen würdest? Mach ich jetzt noch, ja. Der andere ist schon leer. Ich glaube, ich gehe gleich noch Holz holen für die Fortress. Mein Gott, Jungs. Ich hab vorhin gesagt, dass Kindem nicht angegriffen wäre. Molde, du hast das Gewissen, stech trotzdem in deinen Kühler. Ist nicht gesagt, dass wir es waren, kann ein wildes Tier gewesen sein. 55er Rex, oh, hier gibt's ja nix. Nächste Session gehe ich direkt hier, wie heißt das? Sumpf, nee, Wüste. So, ich komm back, dann gehe ich lieber Metallfarm, als jetzt hier rumzusuchen. Ich find nix. Unsere Smithy ist mal wieder zu voll. Ja. Impi, habt ihr den Giga da gefunden, wo wir immer Gigas finden? Nein. Was haben wir überhaupt gemacht? Pole ist irgendwie. Pole ist zu mir gekommen, weil ich das Tier verlor. Ah ja, stimmt. Mir wurde das Tier umgebrungen. Er ist Pole gekommen, hat mal Sache gebrungen, hat Stuff mitgenommen und ist losgerannt und hat Stargate wieder nicht gefunden. Gesucht. Hat Dodo bei dann Horrorcrew gefunden, wie sie der Giga schon ingecaged. Und hat die dann dort gestört, bis die andere Hälfte kommt. Wir haben dann die Giga aus der Tore rausgeschoben und dann hat er da rum gekämpft, gemacht, Tiere verloren, deine Tiere getötet. Er ist richtig ab.
Und angeblich haben, anscheinend haben auch noch zwei andere Teams. Ja, wir haben geteamt. Ja, Hate My Mates hat den Markt zusammengegeben. Was ist leer? Ja, und irgendwie hat dann Darth Maul oder Pole, ich weiß nicht mehr genau, wie rum, erst immer weiter weggezogen und dann war er irgendwann in einer Safe Zone, wo man es machen konnte. Und die haben gedacht, er ist weg. Gott. Also, die Halbsession war Giga. Es ist nichts gefarmt, wo nichts gemacht wurde, aber Giga haben wir. Ja, 150, ja, Metall, ne? Geht aber, Polymer auch und Zement dann Kingdom. Ja, hätte ja keine mehr Sinn, ne? Ja, aber es geht. Die Base kennt anders da aus, wie wenn man dran geklotzt. Ich glaube, es fehlt aber wirklich hauptsächlich an Perlen. Aber ich guck mir das Eido an und denk mir nur, ja. Aber ich glaube schon, dass die Leute von Kingis gut Leben haben. Weil die halten alle eine Rakete aus. Alter, das ist normal. Ja, es ist traurig, überall, wenn du keine aushältst. Auf manchen Server hältst du nicht eine aus. Ja, okay, bei diesen Skillraten, okay, da hältst du safe eine aus. Ich habe jetzt zum Beispiel 400 Leben. Du brauchst 400 Leben, dann hältst du eine Rakete aus und hast nachher erst noch keine Knochen. Einer muss mich betäuben und mir Essen einflößen. Ich habe wieder diesen Bug. Dann ess halt nichts, bis du tot bist. Okay, okay, Bro, chill mal. Hä, langsam sieht's wohl gut aus hier, ne? Nur ich finde die Base sehr klein. Das ist gut. Wofür willst du denn mehr Platz haben? Ja, mehr Feuerrate. Reicht. Wir können doch alles ausweiten mit, wie heißt das? Hedgeframe. Große Hedgeframes an der Base auf der Ecke. Angelehnt an unseren guten alten Quadrocopter. Alles klar, ich glaube, jetzt wieder normal. Okay. Ja, ich weiß wo. Ja. Giga-Ei ist schon gut runter. 35%. Ich komme gerade lang. Ja, das geht dicke. Zur Base zurück. Aber wann könnten wir zum Beispiel wieder züchten? Was? Ah ja, guck mal. Die Giga-Ei. Wohin ist lange. Noch ein Schwein ohne Sattel? Ja. Lange dauert, bis wir wieder Gigas züchten. 5 Tage, Tüsch. 5 Tage? Was? Ja, also da steht 05.08.57. Warte, Molte, du lachst das her und sieh nur dir noch. Wer war jetzt gerade am Schwein und hat den Sattel einstecken? Ich nicht. Digga, das sind Stunden. 5 Stunden. Ja, okay. In dem Ledern war doch gerade ein Sattel drin. Ja, 5 Stunden. Also, wer hat ihn jetzt mitgenommen? Ah, ich hab ihn. Warte, ich wollte ihn endlich aufmachen. Kann mir jetzt noch 1-3 mal einer helfen, das Terry auszuladen? Oder kurz einer mit Mammut mit Holzfarm kommt. Ich baue mit Terry ab und dann lädt einer um. Ich. Weil in Mammut wiegt weniger. Und Mammut hat wahrscheinlich mehr Weight, dass wir die Fortis ordentlich vollgeknallt bekommen. Haben wir nur einen Mammut? Nee, ich komm jetzt raus. Ja, ich muss erstmal nochmal Terry. Wir haben 2 Mammut ab. Der Mammut hat nur 500 Gewicht. Das ist ordentlich Holz. Will doch einfach, das wird Level Ups haben. Wir brauchen Biber. Mammut auf was anderes. Hol einer. Mammut hat 3400 Gewicht von daher. Ah, im Mammut ist es jetzt genauso leicht wie im Biber. Denk dran, streichelt immer mal wieder diese Lust raus für XP. Ihr habt das eigentlich Doppelboost, weil wir 2 haben? Mammut? Achso, Lüstro. Ich finde halt das Standort von deiner 2 immer so geil, wo sie stehen. Malte. Es dauert ein bisschen, Terry auszuladen. Malte. Da ist noch ein Schwein ohne Sattel. Wo? Ulrika, lass doch die Tür auf. Tut mir leid, ich kann immer nur einen halben Stack nehmen. So, das ist neu. Das brauche ich. Getamed, das brauche ein schönerer Name. Ente leer? Ich muss halt ganz fix wechseln. Sollen wir abfarmen? Nee, ne? Nein, ich fahr ab. Ich mach wohl mehr raus. Oh, mein Rücken tut so weh. Ente, Metall, Biome of Gates. Irgendwann. Irgendwann. Die sind teuer. Ja. Metall. Also zumindest nicht die 2. Das andere da hinten am Turretturm, das muss mal weg. Das ist. Das blockiert ja der Turretturm. Impi, ich weiß ja nicht, ne? Ich würde nicht mal Metalltoren beim Metallbeamhof-Tor machen. Warum? Dass ja, einfach mehr Feuerkraft hinstecke. Ein riesen Turretum. Ja, aber Liga, es bremst mindestens 4 Rakete, bis sie drin sind.
Ja. Ach ja, zum Thema riesiger Türeturm. Wir haben 20 Turrets. Wegen. Wenn ich setze diese Session jetzt erstmal auf eine Base. Ja, setze auf die Base. Mach die Catwalk Ring oder wie das am Mache Wulsch. Ja, einmal bitte umladen. Direkt. Ich bin schneller. Ja. Ilk hat sich aber nicht so gut positioniert. Oh shit, ich komm nicht ran. Hab ich doch gesagt. 5000er. Denke immer an den PvP-Aspekt. Ihr müssen immer reagieren können. Wenn du jetzt feststeckst. Deswegen habe ich mich so hingestellt. Da unten war der Terry, ne, aufpassen.